Ciao Alex, Tom, ciao. Merci, machst du mit bei diesem Interview. Gerne. Du hast ja bei uns schlank und fit mitgemacht und trainierst schon jetzt schon ein Zeitchen bei uns. Ja, erzähl mal, wie viel hast du abgenommen? Ja, ich trainiere jetzt hier seit 7 Monaten und habe während dem schlank und fit fast 10 Kilo abgenommen. Tipptopp. Ja. Muskelmasse? Hat es ein bisschen zugelegt. Hat sogar zugelegt, das habe ich mal verloren. Ja, hat ein bisschen verloren nach dem Booster. Ja. Aber nachher konnte ich wieder ein bisschen draufpacken und das war eigentlich auch mein Ziel gewesen. Okay, super. Wie ist es für dich umzusetzen im Alltag, der Schlank-Covid? Ich hatte am Anfang schon ein bisschen Bedenken gehabt, weil ich halt wirklich ein Esser war. Ja. Und musste feststellen, es hat mir an gar nichts gefällt. Also, es war sehr positiv überrascht gewesen. Ich musste nie hungern. Und dementsprechend konnte ich das eigentlich auch sehr gut umsetzen. Okay, super. Was hat dir am besten gefallen? Oder sehr dass gut gefallen? Dass ich eben nicht auf das Essen musste verzichten musste, okay. Sondern dass ich einfach anders essen konnte. Ja. Und natürlich auch die schnellen Resultate, die man gesehen hat, die mich dann motiviert haben, weiterzumachen. Tipptopp. Hat dir etwas nicht so gefallen? Ich habe gesucht und gesucht, aber nein, ich könnte sagen. Nichts sagen. Wenn mir etwas nicht gefallen hat, dann konnte ich das anbringen und nachher haben wir beim Trainingsplan irgendeine andere Lösung erarbeiten. Ja, ja. Was ist dein weiteres Ziel jetzt? Jetzt ist es das Ziel, sicherlich das Gewicht zu haben. Vielleicht sogar noch etwas runter. Muskeln aufbauen. Und auch mit dem Erlernten, was die Ernährung anbelangt, sicher weiterzumachen und das weiter in meinem Alltag zu verfestigen. Okay, also, super. Ja, das war es eigentlich schon vom Interview her. Merci vielmals und ein gutes Training heute. Ja, merci. Ciao.